Er ist einer der erfolgreichsten Schweizer Goalies, der Jonas Hiller. Seit 2016 ist er beim EHC Biel. Vorher war er 9 Jahre in Übersee, in der NHL. Die meiste Zeit hat er an der amerikanischen Westküste verbracht, in Anaheim, Kalifornien. Er hat als erst zweiter Schweizer überhaupt beim legendären NHL All-Star Game mitspielen. Jetzt steht er in seiner letzten Saison beim EHC Biel. Ob National League oder NHL, ein Perfektionist ist er so oder so. Ich schaue, dass ja, ich halt vor allem auf dem Eis die möglichst beste Leistung hatte. Und dann bin ich immer am Überlegen, ja, wie kann ich jetzt noch das 0,1% mehr rausholen. Und da gibt es immer wieder etwas, wo ich das Gefühl habe, könnte man noch etwas besser machen. Wir haben mit dem Jonas Hiller in La Neuveville abgemacht. Er ist ja nicht nur Goalie, sondern auch Unternehmer und Klüterin. Er hat vor ein paar Jahren eine Firma gekauft, die Kiteschirm und Boards herstellt. Surfen, das hat es ihm übrigens schon lange angetan. Und die Leiche helfen? Ja. Ne? Kannst du noch schauen? Die Finne müsste da dran. Ich könnte mir eigentlich meinen, dass das mit dem Wassersport erst angefangen hat, als du auf Kalifornien über bist. Aber es war schon viel früher. Ja, das war schon viel früher. Wie bei vielen Sachen halt so von den Eltern gesteuert. Respektive ja, halt die Eltern hatten ein Segelboot und man schon früher Ferien auf dem Segelboot. Und ich habe schon immer das Wasser gerne und den Wind und schon relativ früh gelernt zu segeln. Und, gewindsurft und irgendwann einmal ein bisschen kitesurft. Also, es ist wirklich schon vor Kalifornien effektiv, bin ich schon Wasserratte gewesen. Und deshalb bist du beim Kiten wirklich hängen geblieben. Du bist Teilhaber an einer Firma, die selber Boards und Kites entwickelt. Du bist noch an einer Schule beteiligt. Sie hat dich wirklich so klein gezogen dort. Ja, definitiv. Ich meine, es gibt viele, die sagen, es zieht den Ärmel rein, wenn sie das erste Mal probiert kiten. Bei mir hat es gerade recht reingezogen. Also, ein Kollege nimmt mich immer höchst, sagt, der Einzige, was ein teures Hobby macht, richtig teures Hobby macht, ich kaufe nicht nur einen Schirm, sondern gerade eine Firma. jetzt sind es unterdessen mit der Schule 2. Nein, ist schon etwas, was ich extrem gerne mache, wo man ja, halt auch einen guten Ausgleich ist, jetzt im Moment zum Hockey. Und ja, halt auch wirklich, ja, mir mega extrem viel Spass macht. Aber wenn du bei den Löchern bist, das ist das. Das ist ja, das Holz rein. Du hast nicht so Vertrauen in mich. Sorry. Du bist so ein Klüterin. Kannst du dich da auch einbringen, wie die Boards aussehen, wie die Schirme aussehen sollen? Ja, vielleicht noch nicht so wie beim Hockey. Aber ja, es sind so Sachen, die ich halt einfach gerne auch selber dran schraube. Eben sechs oder Hockey ausrüsten. Oder ob jetzt meine Schlittschuhe halt eben selber schleife. Nicht immer irgendjemandem gibt, sondern halt selber mich damit will befassen und immer wieder probieren. Ja, wie kann ich noch besser machen? Und da bin ich vielleicht noch nicht so der Profi wie beim Hockey-Zeug, aber es gibt auch immer Ideen, die ich wieder habe, wo ich das Gefühl habe, da könnte man noch etwas optimieren, da könnte man noch etwas machen. Oder ich fände das in die Richtung noch cool. Und von dem her ist schon das, was mich auch immer wieder fasziniert, um halt eben etwas weiterentwickeln und nicht einfach sagen, ja, jetzt ist schon gut und es bleibt jetzt halt so. Du bist ja fast ein bisschen der Chefklüterer der Hockey-Goalies. Du hast mehrere Sachen erfunden, die unterdessen eigentlich serienmässig gebraucht werden, genutzt werden. Ja, das ist schon so. Also eben, es ist ja, das Schlittschuh, das unterdessen extrem viel Goalie, also Carbon-Schlittschuh, extrem viel Goalie spielt unterdessen. Es gibt andere Sachen, kleine Details, die ich an meiner Ausrüstung manchmal einfach selber entwickelt oder abgeändert habe. Und nachher, irgendwann hat es nachher der Produzent auch so übernommen. Also, es gibt unterdessen ein paar Sachen, die ich sicher mitgeprägt habe. Aber ja, ich denke immer im Nachhinein, das geschieht besser verhandelt von Anfang an. Dann hätte ich noch irgendwie eine Provision. Aber unterdessen, nein, für mich war das auch immer etwas cool gewesen. Und ja, halt irgendwo, ich glaube, ich bin halt auch ein Perfektionist und will schauen, dass ja, ich halt vor allem auf dem Eis die möglichst beste Leistung hatte. Und dann bin ich immer am Überlegen, ja, wie kann ich jetzt noch das 0,1% mehr rausholen. Und da gibt es immer wieder etwas, wo ich das Gefühl habe, könnte man noch besser machen. Das sehen wir jetzt. Das ist schon passiert. Der unten rauskommst beim Holz, ist der Zwill. Was ist eigentlich das Spezielle an dem Brett, das wir hier haben?
Also jetzt vor allem an diesem Board ist speziell, dass das zu 100% in der Schweiz produziert ist. Ja, es gibt ein Teil von Chinkai-Boarding ist sicher auch der ökologische Gedanke. Du machst halt auch einen Sport in der Natur raus. Und ich hoffe auch, dass schwer, dass man in 50 oder 100 Jahren das immer noch machen kann und wirklich so anheben zu unseren Erden. Und es sind halt auch Sachen, wo wir überlegen, ja, wie können wir möglichst ökologische Produkte machen und wirklich mit einem Brett, das 100% in der Schweiz hergestellt wird, das aus Schweizer Holz ist, wo Naturfasern drin hat anstatt Carbon, haben wir das Gefühl, können wir wirklich etwas bieten, was es eigentlich so noch nicht auf dem Markt gibt. Und ja, das Feedback ist eigentlich extrem positiv und darum freue ich mich jetzt auch, dass da zusammenschrauben und dann selber hoffentlich mal aufs Wasser zu kommen. Die eine Seite das Mittel noch nicht, die andere Seite das Mittel. Das ist der Chefklüter, ich komme eben hure unter Druck. Das ist das Krasse, oder? Mhm. Nebst deinen Investments im Kite-Bereich hast du noch eine weitere Beteiligung an einer Firma, die Kaffee in die Schweiz bringt und den ganzen Zwischenhandel eigentlich ausschaltet. Also auch da Nachhaltigkeit, Sinnhaftigkeit. Ist das allgemein ein Anliegen von dir? Ja, ist noch schwierig. Gleichzeitig sammle ich Autos. Das ist noch etwas schwierig, um das zu sagen. Nein, für mich ist es schon, ich bin gerne raus in der Natur. Ich gehe gerne Mountainbiken, ich bin gerne auf dem Wasser. Ich glaube, das bedeutet mir schon viel. Und ja, ich bin natürlich auch dort, ja, so gesehen, mit dem Auto bin ich auch selektiver geworden. Ob ich jetzt muss, schnelle Auto führen, wenn ich nur in die Stadt gehe, poste oder eben gescheiter mit dem Velo gehe. Ja, das sind glaube ich, sicher Sachen, wo ich mir schon überlege. Weil ja, mir ist wichtig, draußen zu sein. Und ich hoffe auch, dass meine Kinder können in gutem Gewissen in ein paar Jahren immer noch draußen Sport machen und draußen sein. Und von dem her ist das sicher auch immer wieder ein Hintergedanke, wo ich aber manchmal auch ein bisschen in Interessenskonflikt komme. Aber wahrscheinlich ist es auch eine Alterserscheinung, oder? Dass man mehr anfängt zu überlegen, was hinterlässt man da für einen Planeten und so. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, eins ist eben, wenn du mal Familie hast, hast du irgendwie andere Prioritäten oder überlegst halt nicht mehr nur auf die nächsten 5 Jahre raus, sondern auf die nächsten halt 10, 50 oder 10, 20 oder 50 Jahre. Und das ändert sicher ein bisschen. Und ja, ich glaube, dort kommt schon auch ein anderes Bewusstsein über. So, es geht gut aus. Mhm. Passt. Hier nimmst du das Brett, hast du den Schirm, Kite mitnehmen. Schauen wir mal, ob es in der draussen. Das ist ein Mütterli. Meinst du, schwer? Nein, nein. Der Rucksack ist gross. Ja, genau. Das ist eben der, den Fabienne von mir extra gemacht hat, in der Bibelfarbe. So gut. Der kennt dich alle auf dem See. Genau, so in die Richtung. Ist einmal einfach wieder, wenn es einen neuen Prototyp gibt, dann kannst du mal eher so ein bisschen auswählen, was für Farbe du willst. Aha. Dann hat sie gesagt, komm, mach einen in der Bibelfarbe. Super. Und, ist gut. Willst du pumpen? Ja, wenn du es sagst. Nein, natürlich. Yeah. I'm here to help. Du bist ja in einer Saison, wo du angekündigt hast, dass am Ende dieser Saison Schluss ist. Ist es eigentlich noch komisch, so zu arbeiten? Ich glaube, nach einem Alltag ist das nicht so eine grosse Sache, weil eben viele Abläufe sind eigentlich immer noch gleich. Ich glaube, du merkst es eher irgendwie bei Sachen, die du nicht so gerne machst. Und dann kannst du sagen, ja, jetzt ist jetzt das letzte Sommertraining oder irgendwie so. Dann ist es vielleicht schon mal ein bisschen speziell. Aber ich glaube, wenn es nachher auf dem Eis geht, dann ja, ist es eigentlich fast Business wie usual. Du hast etwas gehört, was noch viele Spieler sagen. Was mir fehlen, ist die Garderobe. Was ist deine Rolle in der Garderobe? Neben dem, dass ich meistens der bin, der irgendeine Musikanlage flicken muss, wenn es nicht funktioniert. genau, ist ein bisschen das. Nein, ich glaube, ich bin nicht der lauteste Garderobe. Ich bin eher so ein bisschen, mein Ding ist immer so leading by example. Also ich glaube, dort wissen alle, dass eben, wenn es um die Wurst geht, wenn es ums Spiel geht, dann bin ich wirklich voll fokussiert und erwarte extrem viel von mir selber, aber auch von meinen Mitspielern. Und ich glaube, ja, wenn ich zurückschaue, über die letzten 3 Jahre hat glaube schon noch mal ein bisschen mehr Professionalität auch Einzug gehalten. Und ich glaube, das hat sich auch damit zu tun, dass halt eben du als
älteren Spielern auch ein Vorbild sein für die Jungen und halt eben die merken, ja, es reicht halt nicht, wenn einmal ein bisschen so, einmal ein bisschen so und dann die Wunde ist, wieso das die Leistung auf dem Eis nicht konstant sind, sondern dass halt dort eine gewisse Konstanz muss drin sein. Es ist schon ein paar Mal heute das Wort Klütterung gefallen, aber ich habe das Gefühl, am Ende bist du gleich der Manager, weißt, mit all deinen Investments und so. Also deine Zukunft sehe ich jetzt eher den, der die Strippe zieht, als den, der noch effektiv klüttert. Ja, ich weiss nicht, ich finde es cool, ein bisschen beides zu haben. Oder ich habe immer gesagt, eben für mich ist irgendwie an der Autoplast einen guten Ausgleich zum Hockey, weil dort kann ich plötzlich halt selber etwas in die Hände nehmen. Du siehst, was du eigentlich gemacht hast, wenn du etwas verändert hast, irgendwie so Sachen. Das gibt mir halt schon irgendetwas, weil auf dem Eis bin ich halt gleich halt vor allem als Goalie, viel du reagierst auf Sachen, du kannst schwierig für dich aktiv Spiel gestalten und dort bin ich halt eher wieder ein bisschen das. Aber ja, ich weiß nicht, ich bin nachher ja, nur noch in einer Garage arbeiten, das ist glaube ich nicht. Ich glaube, das Coole ist, dass ich halt wirklich viele Sachen kann machen und ich bin viele Sachen interessiert und meistens ist es halt auch so, wenn ich mich wirklich reingebe, dann früher oder später, ja, kann ich es meist auch gut und das, ja, vielleicht entdecke ich wieder ganz etwas Neues. So. Ja, jetzt, das ist noch in der Mitte, da können wir hier. Das ist ja total speziell. Am Ende von einem Profisportlerleben fängst du praktisch bei null an. Logisch, du hast schon Sachen aufgebaut und gleich ist es eine Neustart. Macht dir manchmal auch ein bisschen Angst? Ja, es ist sicher auch ein bisschen Ungewissen, oder? Jetzt sagst du mal daheim mit der Familie, jetzt ist klar, irgendwie, ja, Hockey, dann bin ich weg und jetzt, das hat Priorität und plötzlich ist das Hockey nicht mehr, ja, wer kann jetzt entscheiden, ob ich heute Abend weggehe, dir oder die Frau? Also, da kann ich sagen, ja, Hockey, ich muss jetzt, ist mein Job. Es wird jetzt sicher Veränderungen geben, gleichzeitig gibt es auch viele Sachen, wo ich mich darauf freue und eben, ich habe dort vielleicht halt sicher das Glück vom Finanziellen her, ist wenigstens nicht so, dass ich schon alles muss bis aufs Detail geplant habe, wie es nachher nicht weitergeht, dass ich dort auch die gewissen Freiheiten habe und die hoffe ich auch ein bisschen auszuleben und vielleicht auch irgendwo ja, finden, was ich da meine neue Aufgabe ist oder wo ich mich wirklich reingehe oder viel Energie reingehe. Was wirst du irgendwann mal deinen möglichen Grosskind sagen, was dir der Spitzensport gegeben hat? Ja, ich glaube, für mich war das natürlich ein Riesenabenteuer. Ich meine, du fängst schon mal an und denkst, ja, das ist mein Hobby und plötzlich ja, als ich das erste Mal zu Davos war, dachte ich, ja, vielleicht kann ich mal mit dem Geld verdienen. Und dann kam das mit der NHL und dann ist irgendwie nochmal in andere Dimensionen. Und ich glaube, was mir vor allem gebracht hat, ist sicher irgendwo ja, das Ziel vor Augen haben, probieren, auf das herzuschaffen und halt auch immer wieder ja, die neu adaptieren, wieder schauen, wo kann ich noch besser sein, nicht mit zufrieden sein, ja, wie es jetzt ist, sondern immer noch schauen, wo geht es weiter. Und eben viel ist dann halt eben nicht nur im Sport so, sondern auch sonst im Business, wo es halt eben auch darum geht, wie passe ich mich an, was kann ich noch besser machen, wo kann ich mich abheben von anderen. Jonas, zum Glück bist du nicht aus Zucker. So schwörst du uns noch den Vorschmelz. Also sollen wir jetzt probieren, dass der vielleicht noch fliegt? Ja, wenn er sowieso nass ist, dann spielt es keine Rolle mehr. Ja, ich glaube schon, wir gehen zum Fußballplatz eh gerade nebendran. Also ich habe pumpen, das heisst, du musst rennen. Das ist gut, Stil, ist alles klar. Aber ich trage dich noch. Ja, alles gut. Faden. Ja, Achtung, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Aha. Ist gut. Soll ich mal hinterher tragen? Immer geradeaus laufen. Feel your color. Discover the flavor. Café Chicco d'Oro.